Mein Name ist Steffen Finder. Ich arbeite bei der Landwirtschaftskammer in Köln-Auweiler als Bärenobstberater, Erdbeeren und Strauchbeeren und bin ja, im Gebiet Rheinland und Richtung Westfalen unterwegs. Im Team ist mein Spezialgebiet auch nochmal die Beratung zum Nützlingseinsatz in den Bärenobstkulturen. Und da habe ich die letzten 2 Jahre einen Versuch zugemacht in einem Praxisbetrieb. Und den möchte ich hier in dem Rahmen dann auch vorstellen. Ich hoffe, man kann meinen Bildschirm sehen. Ich starte dann mal Erfahrung, Beobachtung und Empfehlung Nützlingseinsatz gegen Tripse. Kurz zur Biologie der Tripse. Viele Tripse legen keine Diapause ein. Sie entwickeln sich also weiter, sobald die Temperaturen vor allem im Folienhaus und Gewächshaus wieder zur Entwicklung passen, was bei beheizten Kulturen natürlich schon sehr früh sein kann. Sie verpuppen sich vor allem im Boden oder Substrat. Die Larven lassen sich dabei fallen. Die Entwicklungszeit vom Ei zum adulten Insekt dauert etwa 26 Tage bei 20 Grad Celsius und nur noch 14 Tage bei 25 Grad Celsius. Hier einmal dargestellt, die Entwicklungsstadien vom Ei über 2 Larvenstadien, Vorpuppe, Puppe und dann das adulte Tier. Weiter zur Biologie. Tripse verursachen Saugschäden an Blütenorganen. Wir haben dann bronzefarbene Verfärbung, Rissbildung um die Nüsschen herum und auch die Blüten und Kelchblätter werden angesaugt. Sie können verschiedene Viruserkrankungen übertragen. Spinnmilben fördern den Tripsbefall. Die Gespinste schützen die Tripse ja, vor Raubmilben und vor Pflanzenschutzmitteln, die wir einsetzen. Und Eier der Spinnmilben dienen den Tripsen auch als Nahrung. Warme und trockene Witterung ist für Tripse ideal, dann vermehren sie sich am stärksten. Hier einmal dargestellt die Verfärbung, die man dann beobachten kann. Hier einmal die bronzefarbenen Verfärbungen an den Erdbeeren um die Nüsschen herum. Die entstehen dadurch, dass die Zellen ausgesaugt werden und sich anschließend mit Luft füllen. Hier auf dem rechten Bild können wir sehen, wie die Kelchblätter angesaugt sind und hier können wir auch 2 gelbe Tripslarven erkennen. Hier links einmal angesaugte Blütenblätter und auch hier sitzt ein Trips in der Blüte. Zum Raubmilbeneinsatz, dem Versuch aus dem letzten Jahr. Das war ein Multitunnel mit der Sorte Harmonie bepflanzt, mit 5 Pflanzen pro Laufmeter. Anfang März 2020 wurden die Pflanzen gesetzt. Der Versuch wurde Anfang März bis Anfang August 2020 durchgeführt. Nützlinge, in dem Fall Raubmilben, wurden ausgebracht mit der Koppert Mini Airbag. Das Gebläse wurde ausgeschaltet, die wurden damit ausgestreut. Es wurde auch Pollen eingesetzt, Nutrimite mit dem Birchmeier Bobby Pulverzerstäuber über die Kultur ausgeblasen. Die Varianten, die eingesetzt wurden, waren Amblyosaurus cucumeris, wöchentlich ausgebracht. Amblyosaurus swirsky zweimalig ausgebracht über den Versuchszeitraum und in der Variante 3 auch 2 Ausbringungen von Amblyosaurus swirsky, aber zu Beginn eine Pollenzufütterung mit Nutrimite. Es wurden jeweils 4 Wiederholungen je Variante durchgeführt und je Variante ein Haus dann behandelt. Hier können wir einmal die Anlage erkennen, in der das durchgeführt wurde. Wir haben unter den Erdbeerstellagen ja eine Graseinsaat und eine Bewässerung und können somit ja, das Klima steuern, Luftfeuchtigkeit in den Tunnel bringen. Wir haben hier so einen gotischen Bogen als Tunnelform und eine Seitenlüftung links und rechts, wie man hier erkennen kann. Also im Prinzip ein gutes System und gute Möglichkeiten, ja, die Bedingungen für Raubmilben optimal zu gestalten. Hier sehen wir einmal das Schema der Versuchsanordnung für die 3 Häuser. Jeweils Wiederholung A und B, einmal im vorderen Teil des Hauses und im hinteren Teil des Hauses. Behandelt wurden alle 6 Stellagenreihen, aber aus der Reihe 2 und Reihe 5, um Randeffekte und Effekte durch die Fahrgasse auszuschließen, wurden hier aus den Reihen 2 und 5, den mittleren Reihen, dann die Proben genommen,
jeweils 5 Punkte, je Wiederholung, an denen jeweils 5 Blüten entnommen wurden, die dann in die Beleseapparatur gegeben wurden und auf Tripse untersucht. Zusätzlich wurden zu Beginn, am Anfang März, zusätzliche Pflanzen zur Analyse über die Berlese gepflanzt, um zu gucken, welcher Tripsdruck baut sich auf von Pflanzungen bis zur ersten Anwendung von Nützlingen. Zudem wurden auch einmal Pflanzen zum Pflanzzeitpunkt untersucht, um zu gucken, ob vom Vermehrer schon möglicherweise ein Tripsdruck mitgeliefert wird. Monitoring-Maßnahmen, die durchgeführt wurden, einmal wie erwähnt 25 Blüten je Variante und Wiederholung, die aus dem Bestand geschnitten wurden, über die Beleseapparatur ausgewertet und anschließend unter einem Binokular auf Tripse ausgezählt. Zudem wurden in der Kalenderwoche 10 ganze Trailpflanzen zur Pflanzung auf Tripse untersucht. Also in dieser Woche wurde die Pflanzung durchgeführt. Zusätzlich wurden 4 zusätzliche Pflanzen je Haus gepflanzt, eben in Rot zu sehen. Und dabei der oberirdische Teil dann vor der ersten Nützlingsausbringung in der Kalenderwoche 15 auf Tripse untersucht. Hier können wir einmal die Ausbringung sehen. Ab Kalenderwoche 16 wurden Nützlinge eingesetzt in der Variante Amblyseius cucumeris, jeweils mit 100 Tieren pro Laufmeter wöchentlich bis zur Kalenderwoche 32, also bis Anfang August. Amblyseius svirski mit 100 Tieren einmal zu Beginn und einmal nochmal in der Kalenderwoche 22, genauso in der Variante 3. Nur dort wurden zum ersten Termin zusammen mit den Amblyseius svirski einmal 0,07 Gramm Nutrimite, also Typha-Rohrkolbenpollen, pro Laufmeter ausgepustet, sowie eine Woche später nochmal, um den Amblyseius svirski potenziell eine bessere Etablierung zu ermöglichen. 0,07 Gramm deswegen, weil das bei 7000 Laufmetern dann ziemlich genau 500 Gramm pro Hektar sind, die vom Nützlingsanbieter und vom Vertreiber empfohlen werden. Kurz zu den Kosten. In der Variante 1 mit den Cucumeris kommen wir auf etwa 2500 Euro Kosten je Hektar, wenn wir die Stunden für Ausbringung noch einberechnen. Hierbei ausgehend von 3 Stunden Zeitbedarf pro Ausbringung je Hektar, kommen wir hier insgesamt auf 51 Stunden pro Hektar und damit auf Gesamtkosten bei 12 Euro Stundenlohn von etwa 3100 Euro den Hektar. Gegenüber Amblyseius svirski 1500 Euro, deutlich günstiger, und 1800 Euro bei der Variante 3 svirski und Zufütterung mit dem Pollen. Hierbei muss man allerdings auch sagen, dass die Kosten für die Lieferung der Nützlinge, die ja auch sehr hoch sein können oder beziehungsweise sehr hoch sind, dann natürlich hier nicht mit einberechnet sind und in der Variante 1 bei den vielen Ausbringungen wöchentlich natürlich nochmal deutlich ins Gewicht fallen würden. Hier können wir einmal sehen, Birchmeier Bobby Pulverzerstäuber, um den Typha-Rohrkolbenpollen in die Kultur auszupusten. Und hier unten die Coppert Mini Airbag mit dieser Dose drauf. Die Schlitze sind einstellbar, um zu dosieren, wie viel Material herausfällt. Das Gebläse wurde ausgelassen. Das dient eher dazu, Nützlinge in Raumkulturen wie Himbeeren auszubringen. Abgewogen wird das Streumaterial, was in diesem Fall hier eingesetzt wurde, über solche Behälter, die bei der Mini-Airbag mit dabei sind. Und je nachdem, wie viel Nützlinge dann in der Einheit drin sind, je Volumen oder Gramm, kann man das dann auf den Laufmeter umrechnen, wie viel Material ausgebracht werden soll. Jetzt komme ich zu den Ergebnissen aus der Saison 2020. Wir hatten hier zu Beginn einen sehr geringen Tripsdruck, der sich dann allerdings über die Saison etwas aufgebaut hat, war aber hier in diesem Fall hier oben mit 100 Tripsen in 100 Blüten, also einem Trips pro Blüte, noch auf einem sehr moderaten Level. Spürbare Schäden konnten nicht beobachtet werden und somit waren insgesamt alle 3 Varianten als erfolgreich zu bezeichnen. Die Variante 3 mit der Amblyseius svirski Nutrimite hatte keinen positiven Effekt, was der Tatsache geschuldet ist, dass wir hier zu Beginn einen sehr geringen Tripsdruck hatten. Somit war der Effekt dann über die Anzahl an Tripsen in den Blüten nicht feststellbar,
ob sich dadurch die Amblyza Jussierski jetzt besser etabliert hat oder nicht. Im Gegensatz dazu nochmal kurz die Ergebnisse aus 2019. Der Versuch wurde da ähnlich durchgeführt. Hier sind wir etwas später gestartet, aber auch direkt mit einem sehr hohen Tripsdruck, der hier schon sofort bei 3 Tripsen pro Blüte lag. Hier war die Variante 3 Amblyza Jussierski Nutrimite deutlich am besten und hat den Tripsdruck schnell reguliert, deutlich schneller als bei den anderen beiden Varianten. Somit ist die Zufütterung, um die Amblyza Jussierski zu etablieren, bei einem hohen Tripsdruck und wenig Blüten in der Kultur durchaus eine sinnvolle Sache und aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit, um die Amblyza Jussierski nochmal effektiver einzusetzen. Zur Tripsbekämpfung können verschiedene Raubmilben eingesetzt werden. Jetzt möchte ich nochmal kurz auf die verschiedenen Möglichkeiten eingehen. Vor allem im frühen Bereich haben wir die Hypoaspis miles oder Aculeifer. Das ist eine Bodenraubmilbe, Temperaturansprüche 15 bis 35 Grad Celsius. Wie wir hier schon sehen können, alle Raubmilben, die wir hier sehen, brauchen mindestens 60, besser 65 und am besten auch mindestens 80% Luftfeuchtigkeit. Hypoaspis miles wird als loses Trägermaterial über die Kultur ausgestreut. Das kann auch über die Töpfe stattfinden, noch bevor sie in die Anlagen gestellt werden, sodass es dann einfacher fällt, das Streumaterial auszubringen. Der Einsatz ist vorbeugend mit 100 bis 250 Tieren pro Laufmeter. In der Regel eine Ausbringung vorbeugend. Sie kann sich gut etablieren, kommt auch lange, bis zu 7 Wochen ohne Nahrung aus. Erbeutet Larven und Puppen der Tripse und auch Trauermücken. Amblyza cucumeris, die wir in der Variante 1 eingesetzt haben, hat 15 bis 32 Grad Celsius Temperaturanspruch, kann lose, aber auch als Tütenware eingesetzt werden, wird vorbeugend eingesetzt mit 50 bis 500 Tieren pro Laufmeter, je nach Befall. Streumaterial 1 bis 2 wöchentliche Ausbringung, Tütenware kann man auch bis 3 Wochen die Abstände zwischen den Ausbringungen gestalten. Sie etabliert sich sehr gering, deswegen muss sie auch so häufig eingesetzt werden. Erbeutet erstes und zweites Nymphenstadium der Tripse und zudem auch Weichhautmilben, da vor allem die Amblyzalus barkeri, die da auf Weichhautmilben geht. Amblyzalus jussierski verträgt etwas höhere Temperaturen gegenüber der Amblyzalus cucumeris bis 36 Grad Celsius. Kann lose oder auch als Tütenware eingesetzt werden, vorbeugend oder auch kurativ, mit 20 bis 100 Tieren pro Laufmeter in der Regel, Einsatzintervall 4 bis 6 wöchentlich. Sie kann sich gut etablieren, dafür muss aber Pollen in der Kultur vorhanden sein, entweder durch Blüten oder im frühen Bereich durch Zufütterung. Er beutet ebenfalls erstes und zweites Nymphenstadium der Tripse, allerdings aber auch weiße Fliege, Spinnmilben und teilweise auch Rostmilben. So sehen die Milben aus. Die Hypoaspis miles kann man noch mit einer Lupe oder unterm Binokular für sich als Tier ansprechen, wenn man sie dann wiederfindet. Und Amblyzalus cucumeris und Swirsky, wie wir hier sehen können, sind schwer auseinanderzuhalten. Auch eine Amblyzalus californicus, die gegen Spinnmilben eingesetzt wird, sieht den beiden Raubmilben sehr ähnlich. Weitere Möglichkeiten, Amblydromalus limonicus, das ist auch eine Raubmilbe, hat Klimaansprüche 10 bis 30 Grad Celsius, braucht aber, damit sie sich vermehrt, für die Eier, damit die nicht austrocknen, mindestens 70% Luftfeuchtigkeit. Sie wird in der Regel ausgestreut bei zunehmendem Befall, mit 50 bis 250 Tieren pro Laufmeter, 2 bis 3 wöchentlich. Sie kann aber auch mit Futtermilben, die dann alle 2 Wochen in die Bestände gestreut werden, auch etabliert werden, sodass man dann auch mit 1 bis 2 Einsätzen über die Kulturzeit hinkommt. Sie kann auch im Winter eingesetzt werden, macht keine Diapause. Sie frisst auch größere Tripslarven, zudem weiße Fliegen und Spinnmilben, ist aber insgesamt eine relativ teure Raubmilbe. Und da gibt es bis jetzt erste Erfahrungen aus der Praxis, aber noch keine breiten Erkenntnisse zu. Oreus levigatus
ist eine Raubwanze. Temperaturansprüche 15 bis 35 Grad Celsius. Auch hier Luftfeuchtigkeit mindestens 60%, besser 70 oder 80%. Sie wird lose eingesetzt bei Befall mit 0,5 bis 10 Tieren pro Laufmeter. Es ist im Prinzip die Feuerwehr gegen Tripse. Also die kann als Akutmaßnahme gut eingesetzt werden. In der Regel dann zweiwöchentlich. Sie erbeutet nämlich alle Tripsstadien, also auch adulte Tripse gegenüber den vorgestellten Raubmilben. Sie braucht Langtagbedingungen, über 14 Stunden. Also der Einsatz macht erst Richtung Mitte, Ende Mai Sinn. Weiterhin erbeutet sie auch weiße Fliegen, Spinnmilben und Rostmilben. Hier sehen wir einmal noch die Amnidromalus limonicus und hier die Stadien von Oreus levigatus oder majusculus, die eingesetzt werden können. Ein Tier kostet aber oft, je nach Nützlingsanbieter, auch 5 bis 6 Cent pro Tier. Wenn wir also zwei Tiere pro Laufmeter aussetzen, haben wir schon Kosten von 10 bis 12 Cent nur rein für den Nützling. Also es ist dann doch sinnvoll, Raubmilben im Vorhinein schon zu etablieren und auf die Oreus zurückzugreifen, wenn der Befall stärker ist. Noch einmal eine Kostenkalkulation zu den Nützlingen. Vielleicht auch im Rahmen dieser Videosequenz nochmal nachher, um in Ruhe vielleicht einen Blick drauf zu werfen. Hier einmal typische Preise je Einheit Streuware, typische Einsatzmengen, die man in der Saison einsetzt. 1800 Tiere pro Laufmeter von Cucumeris. Das heißt, wir kommen hier auf etwa 37 Cent den Laufmeter. Amelosaurus wirski oft mit etwa 250 Tieren eingesetzt, 31 Cent pro Laufmeter. Eine vorbeugende Ausbringung mit 100 Tieren von den Hypoaspis sind wir bei 6 Cent pro Laufmeter. Und Oreus, wenn wir 5 Tiere einsetzen, bei 32 Cent pro Laufmeter. Das soll jetzt hier keine Strategie darstellen, sondern einfach nur mal typische Einsatzintervalle bzw. Einsatzmengen an den Nützlingen und die dazu aufgeführten Kosten. Oft wird auch dann kombiniert, dass man eine Hypoaspis im frühen Bereich einsetzt, vielleicht dann Swirski nochmal und hinterher muss man vielleicht doch nochmal zwei Tiere Oreus einsetzen. So kann man sich dann seine Kosten für den Einsatz ausrechnen. Hier auch Kosten je Hektar bei 7000 Laufmetern einmal aufgeführt, sowie die Anzahl der Ausbringungen. Kosten inklusive Ausbringung sind wir hier bei meiner Hypoaspis-Ausbringung bei etwa 460 Euro. Hier Oreus ist sehr, sehr teuer. 5 Tiere pro Laufmeter bedeuten aber auch, dass wir schon einen deutlichen Befall im Laufe der Kulturzeit hatten. Amelosaurus wirski hier. Und auch Tütenware kann eingesetzt werden. Gerade im vorbeugenden Bereich, wenn wir noch nicht nacharbeiten müssen und schon einen deutlichen Befall da haben, sondern um die Tiere zu etablieren. In den Tüten vermehren die sich auch nochmal und wandern dann nach und nach aus. Wenn wir also wissen, wir bekommen typischerweise in unserer Kultur jedes Jahr Probleme mit Tripsen, dann können wir die Tütenware einsetzen, vorbeugend, und haben so dann Potenzial, was sich aufbaut und was dann den sich auch aufbauenden Tripsdruck dann entgegenwirken kann. Genau. Man muss bei Tütenware aber auch bedenken, dass diese aus der Kultur nochmal herausgesammelt und separat entsorgt werden muss. Somit kommen da auch nochmal Arbeitskosten dann auf einen zu. Kurz nochmal zum Typha-Rohrkolbenpollen. Dieser ist relativ unattraktiv für Tripse. Tripse gehen auch an Pollen in den Blüten. Er ist aber gut, um Raubmilben und da vor allem Amelosaurus wirski früh in der Kultur zu etablieren. Ist relativ wenig anfällig bezüglich Luftfeuchtigkeit und Pilzen. Also sehr stabil, auch wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist. Ist nicht so, dass wir dann Pilze auf der Blattoberfläche bekommen. Die Kosten für eine Ausbringung mit 500 Gramm pro Hektar betragen etwa 140 Euro. Genau, soweit zu Nützlingen und dem vorgestellten Versuch zu Tripsen. Ich freue mich über Ihr Interesse und bin gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Carmen, für die Ankündigung und schön, dass ich heute bei euch in der Schweiz vortragen darf zu meinem Thema Einbindung von Nützlingen in Pflanzenschutzstrategien. Ich gehe auf Entscheidungskriterien beim Nützlingseinsatz ein. Des Weiteren gehe ich noch abschließend auf das Klima im Tunnel und somit Verbesserungsmöglichkeiten für Nützlinge ein. Ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Andrea Sausmickert, auch von der Kammer Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Ich bin Beraterin für den ökologischen Beerenobstanbau. Der Einsatz von Nützlingen findet je nach Wahl des Nützlings entweder vorbeugend oder bei leichtem Befall statt. Läuft der Schädlingsbefall mal aus dem Ruder, so wie hier oben auch links bei der Erdbeere, wo wir schon Verkrüppelungen und Stauchungen sehen können, verursacht durch die Schalottenblattlaus, oder hier rechts zu sehen, extrem hoher Blattlausbefall, verursacht durch einen plötzlichen Temperaturanstieg, müssen wir halt eben zur Pflanzenschutzspritze greifen. Hier können Nützlinge nichts mehr anrichten oder den Schaden nicht mehr beheben. Treten in Kulturen Nester mit Schädlingen auf, kann gegebenenfalls über eine Überschwemmung mit einem gefräßigen Räuber nachgedacht werden, zum Beispiel der Florfliegenlarve. Auf dem rechten Bild sieht man Blattsprenkelungen der gemeinen Spinnmilbe. Ist ein starker Befall vorhanden? Stark heißt bei einer Kontrolle von 20 Pflanzen auf 1000 Quadratmeter finden wir auf 4 bis 10 Pflanzen Tiere. So kann man mit 5 Raubmilben, am besten mit Phytosaios persimile, das ist ein Spezialist, versuchen, den Druck in den Griff zu bekommen. Allerdings muss der Anbauer abwägen, wo man sich gerade in der Vegetation befindet. Befindet man sich vor der Ernte, ist man in der Ernte? Des Weiteren muss man halt auch immer die Kosten im Blick behalten. Auch bei der gelben Heidelbeerblattlaus, hier auf der linken Seite, die starke Honigtauausscheidung verursacht, ist ein frühzeitiger Einsatz von Nützlingen, gerade im geschützten Anbau, sehr wichtig. Bei hohen Temperaturen kann hier auch eine explosionsartige Vermehrung stattfinden. Hier oben sehen wir zum Beispiel zwei parasitierte Läuse von Schlupfwespen. Jedoch ist der Befall hier so groß, dass die Schlupfwespen alleine den Schaden nicht mehr regeln können. Auf dem rechten Bild hilft leider kein Pflanzenschutzmitteleinsatz mehr. Hier ist die Spinnmilbenvermehrung so stark, dass die Spinnmilben durch das Netz auch vor dem Pflanzenschutzmitteleinsatz geschützt sind. Insektizide haben unterschiedliche Wirkungsgrade auf die verschiedenen Nützlinge. In dieser Tabelle sehen wir links die Produktnamen der zugelassenen Pflanzenschutzmittel in Deutschland im geschützten Erdbeeranbau. Oben stehen die Nützlingsnamen der Nützlinge, die sich bei dem Erdbeeranbau bewährt haben. Die Einstufung findet hier von 1 bis 4 statt, wobei eine Einstufung von 1 sich harmlos auf die Nützlingspopulation auswirkt. Das heißt, es kommt eine Beeinträchtigung der Population von unter 25% zustande. Bei der Einstufung 2 findet eine Beeinträchtigung der Population von 25 bis 50% statt. Und bei 3 und 4 ist die Beeinträchtigung dementsprechend höher. Grundsätzlich muss man beim Nützlingseinsatz auf breit wirksame und persistente Mittel verzichten. Karate Zeon ist hierfür zum Beispiel
Hierfür ein Beispiel, Karatezeon hat hier fast überall eine 4 stehen und nach dem Einsatz von Karatezeon müsste man eine Wartezeit von 8 bis 12 Wochen einhalten, um neue Nützlinge auszubringen. Ein gut integrierbares Mittel gegen Blattläuse ist Pirimor-Granulat. Pirimor hat unterschiedliche Wirkungsgrade auf die unterschiedlichen Nützlinge. In Deutschland sind derzeit einige nützlingsschonende synthetische Mittel verfügbar, wie Pirimor-Granulat, Silvanto und Movento SC100. Hier habe ich mal eine Übersicht von Pirimor-Granulat gemacht. Pirimor-Granulat hat eine starke Beeinträchtigung auf das adulte Tier der räuberischen Gallmückenlarve. Hier. Es wirkt gefährlich auf die Larven der Schwebfliegenlarve. Die höchste Wartezeit von Pirimor ist hier eine Woche. Nach einer Woche kann man dann wieder Nützlinge ausbringen. Auch das nützlingsschonende Mittel Movento lässt sich gut bei der Blattlausbekämpfung einsetzen. Es beeinträchtigt stark den Raubmilbeneinsatz, jedoch wirkt es nützlingsschonend auf alle anderen hier relevanten Nützlingsarten. Praktisch können auch biologische Pflanzenschutzmittel sein. Zwar wirken diese wenig selektiv, das heißt, sie schädigen sowohl den Nützling als auch den Schädling. Allerdings sind sie wenig persistent. Und durch den Wegfall vieler Pflanzenschutzmittel sind sie in einigen Beerenobstbetrieben, wie zum Beispiel im geschützten Heidelbeeranbau, die einzige Möglichkeit, saugende Insekten zu regulieren. Durch Pirimor-Granulat läuft dieses Jahr im April, also diesen Monat, aus. Nee, nächsten Monat, wir haben noch März. Und wird im Erdbeeren auch keine Verlängerung bekommen. Der Pflanzenschutzdienst hat Versuche mit den Biologikas gemacht. Um gute Wirkungsgrade zu erzielen, müssen Biologikas halt öfter eingesetzt werden. Die Wirkungsgrade sind auf jeden Fall nicht mit konventionellen Pflanzenschutzmitteln vergleichbar. Für die Kombination mit dem Nützlingseinsatz zeigen Biologikas allerdings einige Vorteile. Nach dem Abtrocknen können sofort neue Nützlinge nachgelegt werden und ein weiterer Vorteil ist eben, dass sie keine Rückstände hinterlassen. In Deutschland ist Eradikot und Flipper zugelassen. Wie sieht es jetzt bei den Fungiziden im Erdbeeranbau aus? Grundsätzlich sollte man hier auf den Schwefeleinsatz verzichten. Im Bioanbau wird Schwefel vor der Blüte gegen Mehltau eingesetzt und nach der Ernte gegen Spinnenmilben und Weichhautmilben. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus mit den Fungiziden. Lediglich bei dem Einsatz von Zwitsch kann es negative Auswirkungen auf den Populationsaufbau der Nützlinge mit sich bringen. Auch Kuma kann bei der Mehltaubekämpfung schädigend auf Raubmilben und einige Raubpflanzen wirken. Auf alle anderen relevanten Nützlinge im Erdbeeranbau hat es jedoch keine negative Beeinträchtigung. Mit Dagonis, dem stärksten Mehltaumittel, was wir gerade haben, und Flint und Topas stehen in Deutschland allerdings ausreichend viele Mittel zur Verfügung.
Der Vorteil von Kuma ist halt eben auch, dass Kuma keine Rückstände hinterlässt. Welche verträglichen Mittel gibt es bei der Regulierung von Botrytis? Auch hier stehen Meteldor, Signum, Scala und Vitizan ausreichende Mittel mit kurzen Wartezeiten zur Verfügung. Hier haben wir auch ein Biomittel dabei, das Vitizan, welches auch keine Rückstände hinterlässt. Zusammenfassend kann man sagen, dass jeder Verzicht auf Pflanzenschutzmittel den Nützlingen hilft und jeder Einsatz ihre Aktivitäten hemmt. Der Einsatz mit integrierbaren Pflanzenschutzmitteln ist möglich und nach Einhaltung der Wartezeiten können neue Nützlinge ausgebracht werden. Nützlingsschonend ist auch eine ausschließliche Behandlung von Nestern. Die spart Kosten und dezimiert den ganzen Bestand. Auf breitwirksame und persistente Pflanzenschutzmittel, wie zum Beispiel Karatezeon, muss beim Nützlingseinsatz auf jeden Fall verzichtet werden. Welche Entscheidungskriterien müssen für einen optimalen Nützlingseinsatz erfüllt werden? Das Wichtigste sind die Anwendungsbedingungen, die für den Einsatz eines bestimmten Tieres erfüllt sein müssen. Hierzu zählt die Temperatur, bei der der Nützling sich am wohlsten fühlt und die besten Leistungen bringt. Also bei den Räubern hohe Fraßtätigkeit und bei den Parasitoiden hohe Vermehrungsraten. Die Temperatur stellt die Mindestanforderung dar, die erfüllt sein muss, damit die Tiere aktiv werden. Unterhalb dieser Temperatur stellen sie ihre Aktivität ein, solange bis die Mindesttemperatur jedoch wieder erreicht wird. Dieses ist nur eines der Kriterien. Zu den weiteren Kriterien für einen erfolgreichen Einsatz gehört eine optimale Luftfeuchtigkeit und wie zum Beispiel bei der räuberischen Gallmückenlarve die Tageslänge. In diesem Versuch wurde der Einfluss der Temperatur auf die Schlupfrate der Schlupfwespen herausgearbeitet. Im beheizten Gewächshaus wurden die schlechtesten Schlupfraten bei den tiefsten Temperaturen von 3 Ausbringungen erzielt. Die grüne Linie zeigt, dass aufgrund der niedrigen Minimumtemperaturen im Verhältnis zu den vorangegangenen Ausbringungen hier nur eine Schlupfrate von 90% erzielt worden ist. Unten sieht man, dass im Kalthaus die Schlupfraten immer schlechter als im beheizten Gewächshaus sind. Es waren nie 100%. Daraus kann man schließen, dass die Temperatur einen hohen Einfluss auf die Schlupfraten hat. Und um gute Schlupfraten zu erzielen, müssen die Nachttemperatur bei dem Schlupfwespeneinsatz über 10 Grad und die Tagestemperatur mindestens 15 Grad betragen. Weiter wurde untersucht, wie sich ein vorbeugender Einsatz von Schlupfwespen auf die Blattlauspopulation im Gegensatz zum Einsatz ab dem ersten Sichtbarwerden der Schädlinge auswirkt. Bei der vorbeugenden Ausbringung wurden 8 Wochen vor Ernte Freilassung mit dem Schlupfwespenmix Fresa Protect durchgeführt. Die Blattläuse wurden regelmäßig parasitiert und es kam zu keinem wirtschaftlichen Schaden. In dem unteren Versuch wurden die Schlupfwespen später bei einem bereits relativ hohen Befall eingesetzt. Auch mit 5 Freilassungen im engeren Abstand konnte der wirtschaftliche Schaden nicht abgewendet werden. Das Fazit aus diesem Versuch ist, dass der Einsatz mit Schlupfwespen unbedingt vorbeugend stattfinden muss. Ein weiteres Kriterium für den Nützlingseinsatz ist natürlich auch die Effektivität bzw. die Bekämpfungsleistung der Nützlinge.
Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass Parasitoide vorbeugend und Räuber ab beginnendem Befall eingesetzt werden. Zu den Räubern gehört die Flörfliegenlarve, die Schwebfliegenlarve und die räuberische Gallmückenlarve. Die Räuber sind meistens polyphag, das heißt, sie haben halt neben Läusen auch Spinnenmilben und Tripse mit auf den Speiseplan. Bei der Flörfliegenlarve, je älter die Larve ist, desto effektiver ist die Fraßleistung. Die räuberische Gallmückenlarve wird sehr oft in Kombination mit offenen Zuchten eingesetzt und hat sich hier auch als sehr effektiv dargestellt. Schlupfwespen wie die Aphelinus abdominalis und die Aphidius erbi werden halt vorbeugend eingesetzt und können besonders im frühen Erdbeeranbau gute Leistung erzielen. Schlupfwespen gibt es als Schlupfwespenmixe. In diesen Schlupfwespenmixe sind 6 verschiedene Schlupfwespenarten enthalten, die alle auftretenden Blattlausarten im Erdbeeranbau abdecken. Man kann allerdings, wenn die Blattläuse bekannt sind, kann man halt auch sich auf einzelne Arten spezialisieren. Zum Beispiel Aphidius erbi und Colimani decken schon einen sehr großen Teil der Blattlausarten im Erdbeeranbau ab. Die Handhabung der Röhrchen ist sehr praktikabel. Die Tiere schlüpfen. Es sind verschiedene parasitierte Läuse in diesen Röhrchen und es ist auch ein Futtervorrat in diesen Röhrchen, sodass sie mehrere Wochen in diesen Röhrchen verweilen können, falls die Temperaturen noch nicht dementsprechend sind. Jedoch sollten längerfristig eben 10 Grad nachts sein und tagsüber über 15. Nützlinge werden auch als Streuware auf Trägermaterial ab beginnenden Befall oder eben in Tütchen angeboten, in Tüten eben vorbeugend oder eben wenn man nachlegen möchte. Für die Ausbringung werden unterschiedliche Ausbringungsgeräte zum Einsatz. Steffen hatte ja schon 2 vorgestellt. Hier haben wir ein Gerät der Firma Mertin aus Dortmund, welches für den größeren Einsatz in Frage kommt. Nützlinge werden auf Trägermaterial ausgebracht. Hier haben wir zum Beispiel das Beispiel der Flohfliegenlarven, die auf Bachstelzen ausgebracht werden. Entscheidendes Kriterium für den Nützlingseinsatz ist der Zeitpunkt der Ausbringung im Hinblick auf die Temperatur und die Anforderungen des Nützlings an die äußeren Gegebenheiten. Die Fraßleistung und welche anderen Schädlinge mitvertilgt werden, können eine weitere Rolle spielen. Arbeite ich vorbeugend oder muss ich nachlegen? Haben einen Einfluss auf die Wahl der Produkte der Nützlingsanbieter. Die Kombinierbarkeit mit integrierbaren Pflanzenschutzmitteln kann Kosten sparen und Schaden abwenden. Auch der Anspruch des Handels bzw. des Marktpartners an die Anzahl der Wirkstoffe in den Früchten spielt eine entscheidende Rolle bei der Mittelwahl. Abschließend möchte ich noch kurz auf kulturtechnische Maßnahmen eingehen, die zu einer besseren Etablierung der Nützlinge beitragen können. Hierzu zählen, die Folie der Tunnel nach der Saison im First zu lagern und die Tunnel nicht vor Mitte Februar zu schließen. Offene Böden bieten Nützlingen wie der räuberischen Gallmückenlarve Überwinterungsmöglichkeit.
Allerdings muss man hier schauen, was man anbaut, entweder remontierender oder einmaltragenden. Bei remontierenden ist ein offener Boden natürlich nicht gut, weil hier sich auch die Tripse überwintern, vermehren können und hier auch überwintern können. Also man muss das immer je nach Kultur abwägen. Ein Graseinsatz erhöht die Luftfeuchtigkeit in den Tunneln und würde zum Beispiel eine Verbesserung des Nützlingseinsatzes gegen die Spinnmilbe fördern. Hohe Seiten- und Giebellüftungen können vor Überhitzung schützen. Die Installation von Nebeldüsen unter dem First und Sprenkler unter den Stellagen sorgen für ein gutes Klima im Haus. Und Blühstreifen zwischen den Tunneln und am Wiesensaun locken weitere Nützlinge an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Wir haben hier im Strickhof im Rahmen unserer normalen Aufgabe in unserem Schulbetrieb haben wir ja von Hochstamm Äpfel bis mittlerweile zur Erdbeere alle Beerenkulturen. Wir haben hier am Strickhof, so, ich will jetzt nicht weitergehen. Ja, ich habe hier eine blöde Ansicht. Ich sehe gerade nur die Hälfte von dem Bildschirm. Ich komme so nicht. Okay. Ja, dann musst du doch einfach mir sagen, wenn ich weiter. Jetzt glaube ich geht. Eben. Wir haben hier im ANV-Betrieb Obstbau haben wir ja Musterobstanlagen. Unser sogenanntes grünes Klassenzimmer, wo wir die Grundlagen für unsere Lehrkräfte darstellen können. Das heißt, der Hagen Toss kommt zum Beispiel mit seiner Klasse in die Beerenanlage und in die Obstanlage und wird dort ja einfach den Stand der Kulturführung, spezielle Sachen, Nützlinge, Schädlingsauszählung, all das kann er bei uns machen. Das ist unsere Aufgabe. Wir produzieren aber nicht nur, wir verkaufen auch und lagern, haben eine eigene Süßmoste. Und unterstützen eigentlich, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich die Unterstützung der Fachstelle und der ÜK-Kurse, die hier auch am Standort stattfinden. Genau. So. Ich will es aber immer noch nicht so wie ich, die Steuerung. So, jetzt. Wie man hier sieht, ist unser Betriebsspiegel sind knapp 4,5 Hektar. Davon sind 1000 Quadratmeter Beerenobst. Und die 1000 Quadratmeter tun sich eben noch von der Erdbeere bis zu der Stachelbeere präsentieren. So, irgendwie komme ich mit dem nicht so schnell weiter, wie ich will. Kannst du das nochmal für mich probieren? Hagen, ich kann hier das nicht richtig steuern. Ich gebe dir mal die Steuerung zurück. Warte, ich gehe schnell weiter. Okay. So, ja, Entschuldigung für die Verzögerungen im Ablauf. Genau, das ist unsere Beerenanlage. Wir haben eine Freiland-Bärenanlage mit Blachenüberdachung, also mit Regenschutzfolie, Überdachung, Hagelnetzeinhausung und das KEF-Seitennetz. So können wir jede einzelne Reihe auch bewässern. Das wäre jetzt das nächste Bild. Entschuldigung, das ist nochmal unsere Substratkultur Sommer-Himbeeren. Zweiter bitte, Hagen. Da wäre nochmal die Heidelbeere im Maurerkübel. Genau, das wäre jetzt unsere Fertigationsanlage. Auf der linken Seite sieht man die Sensoren, die mit WLAN ausgestattet hier in das Steuermodul alle Halbstunde den Feuchtigkeitsgehalt messen und dementsprechend Bewässerung anfordern. Und für die verschiedenen Kulturen haben wir da 5 Dosatrone, damit wir das individuell
nach Vegetationsstand einspeisen können. Nächste Folie bitte. Da sind wir eigentlich mit gestartet mit der Anlage. Da sieht man es ein bisschen, sind 11 Reihen. Außenrum ist ein Gürtel von Heidelbeeren. In der Mitte sind eben die verschiedenen Kulturen. Ja, eins weiter bitte. Also es ist ein großes Sammelsurium. Wir haben hier Probleme mit dem Rußtaupilz, weil wir nur ein kleines Bienenvolk reinstellen können. Auf diese 1000 Quadratmeter ist das immer so ein bisschen eine spezielle Geschichte. Weiter bitte, Hagen. Gut, das ist noch die KEF-Problematik. Je nachdem, wie reif oder unreif und wie großartig die Probleme sind mit der Kirschessigfliege, kann das auch hier in dem unreifen Zustand schon passieren. Genau. So, und dann waren ja die Überlegungen, warum, was ist das Ziel mit unserer Bärenanlage? Die ist ungefähr 50 Meter von unserem Verkaufsladen entfernt. Wir können da nur tagsüber im Endeffekt Pflanzenschutzbehandlung ausbringen. Und dann haben wir überlegt, wie kommen wir davon weg? Und eben die Gründe sind der gesellschaftliche Wunsch oder Druck, je nachdem. Also es ist natürlich gesellschaftlicher Wunsch ist da. Der Kunde hat natürlich wenig Ahnung auch mit unserer Problematik. Dann haben wir natürlich die Totaleinnetzung. Da haben wir dann die Chance gesehen, wir können ja die Nützlinge so einfassen. Wir können sie so halten in unserer Anlage. Und was für uns aber die größte Herausforderung ist, ist einfach der Pflanzenschutz in dieser kulturreichen Bärenanlage. Wir haben jede Reihe was anderes. Wir hatten zum Teil auch in der Reihe verschiedene Sorten. Und dann ist es eben ein Riesenproblem mit der Mittelwahl, Abdrift, die Uhrzeit der Behandlung, wie erwähnt, und auch die Konsumenteneinsicht. Also wir können ja nicht im Laden frische Himbeeren verkaufen und gleichzeitig surrt da unten der Atomiseur durch die Anlage. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch. Des Weiteren eben die Bienen. Durch die KEF-Problematik hatten wir am Anfang relativ hart mit Spinosad eingegriffen, was natürlich zu Spinnmilbenproblemen führte. Auch noch ein Grund ist unser Standort, der ist nicht ganz ideal. Wir sind in einer leichten Senke, die nachts recht abkühlt und tagsüber unter Folie, unter der Regenschutzfolie zum Tropenhaus wird. Genau, und die Regenschutzfolie, die man je nachdem, ja, man hat es vorhin nicht ganz gesehen im Plan, wir hatten ziemlich viel rein Himbeeren, Brombeeren und Herbsthimbeeren und wir hatten eine ganze Fläche Regenschutzfolie, das war natürlich ideale Bedingungen für auch die Spinnmilbe. Genau, und eben unten drunter, wir sind immer irgendwo am Ernten. Jetzt die nächste Folie nochmal. Was haben wir uns überlegt für eine Strategie, die wir fahren wollen? Also wir haben jetzt die Sätze und auch die Reihen etwas geklärt, sodass wir nur eine Sorte pro Reihe haben und auch etwas umgestellt. Das sehen wir nachher noch. Wir versuchen jetzt, oder nein, sagen wir mal so, unsere Idee war nachher, wird der Kollege nachher vorstellen noch, dass wir versuchen, Fungizide bis zur Blüte auszubringen, solange noch keine Frucht vorhanden ist. Dann ab der Blüte die Regenschutzfolie in Schutzstellung bringen. Ab dann wollen wir kein Fungizid mehr ausbringen, eben auf die Frucht nicht mehr, dass wir die Fungizide so im Griff halten, weil eine Folie müssen wir ja sowieso schließen und dass wir den Nützlingseinsatz bei den Schädlingen aus, also mit Nützlingseinsatz arbeiten und haben das relativ, also ich das noch alleine betreut habe, haben wir da relativ lange und einsam das gemacht. Hier habe ich jetzt geschrieben, nach wöchentlicher Kontrolle und Beratung, also der Hagen und ich sind dann immer durchgelaufen und haben uns da entlang gehangelt. Das läuft mittlerweile auch besser.
Genau, also und wir haben mehr Lücken in der Regenschutzfolie, kein Almaria-Folien mehr, habe ich so geschrieben, einfach weil wir die inneren neuen Reihen komplett geschlossen haben, haben wir eben für die Spinnmilbe sehr gute Voraussetzungen geschaffen, dass es die Kultur trocken war, aber es ist auch sehr viel Regenwasser in die Fahrgasse gelaufen, sodass da die Kirschessigfliege natürlich da ihre super Bedingungen hatte und dann haben wir wieder spritzen müssen und irgendwie war das so ein Jojo-Effekt und jetzt haben wir die Anlage eben so aufgebaut, dass wir mehr offene Flächen haben, wo auch nicht so ein typisches Klima entstehen kann. Genau. Und haben eben mit der Kirschessigfliege auch das typische Programm Volleinnetzung, Massenfang probiert, kurze Ernteintervalle, sauberes Abernten, lichte Bestände, knappe Bewässerung. Seit neuestem haben wir jetzt einen Rasenmäherroboter drin, der jeden Tag unterwegs ist und für ein kurzes Gras sorgt, was auch der Kirschessigfliege natürlich entgegenkommt oder eben nicht. Man macht es sehr ungemütlich für die Kirschessigfliege. Genau, und im Bedarfsfall tun wir absolut streng abernten. Wenn es dumm läuft, vernichten wir eins, zwei Pflücken, sodass wir zum Beispiel bei Himbeeren auf Weiß pflücken, auf die weiße Frucht, oder bei Brombeeren auf die hellrote Frucht und das lieber entsorgen, dass wir quasi die Eier, die jetzt von der Kirschessigfliege gelegt sind, dass wir die entsorgen und dann noch eine Insektizidbehandlung setzen, um dann wieder mal aufzuräumen, um wieder mal einen Start zu kriegen, was natürlich mit den mit den Nützlingen nicht ganz so schön funktioniert, aber wir bringen ja danach wieder auch frische Nützlinge aus. In dem Zusammenhang hat nochmal, wir haben von der Firma Koppert eine App, wo man den Nützling auch mit den ganzen Pflanzenschutzmitteln kombinieren kann, auch mit den Wartefristen, mit den repellenten Wirkungen auf die Nützlinge. Da ist ein schönes Teil, wo man das auch schauen kann, was muss ich spritzen, was will ich spritzen und welchen Nützling habe ich gerade ausgebracht. Genau, dann wäre das die nächste Folie, bitte. Genau, also wir haben hier auch, wir haben das Werder Protect gehabt, Schlupfwespenmix, den wir da ausgesetzt haben. Da haben wir jetzt eben, das sind so die groben Kosten, die wir damals hatten. Wir haben damals 6 Freilassungen pro Saison gemacht. Ist eben schön ein- und anzubringen. Genau, die nächste Folie, bitte. Haben da mit Raubmilben eben mit Tüten bzw. mit dieser Streuware gearbeitet, sodass wir da versucht haben, der Spinnmilbe Herr zu werden. Aber das ist gerade bei Brombeeren, bei stark wachsenden Brombeeren auch so ein Thema. Genau, und noch eins weiter, bitte. Genau, das war einfach so, ich sag mal, ein Rumgestocher. Wir hatten ein gutes Gefühl, es hat auch zum Teil funktioniert. Aber es war so ein bisschen planlos bis da anhin. Und dann kam mein Kollege Ralf Merzenich jetzt dazu ins Team und wir haben jetzt die Anlage noch ausgebaut. Man sieht hier oben die 4 Reihen Erdbeerstellage, die wir eingebaut haben. Wir haben die Brombeeren stark reduziert auf eine Reihe. Und haben, wenn man weiter runter geht, die Herbsthimbeeren drin. Dann kommt eine Reihe Sommerhimbeeren. Dann kommt die Heidelbeeren nochmal und die Sommerhimbeere, der zweite Satz, sodass wir jetzt gerade die Heidelbeeren haben wir nicht abgedeckt, dass zwischen den dichten Beständen Sommerheidelbeeren, dass wir da eben die Folie auflassen können. Auch die Herbsthimbeere kann man relativ lange offen lassen, sodass, und auch die Erdbeerstellage ist ja eigentlich sehr luftig, sodass wir jetzt hier dieses Almaria-Effekt auch nicht mehr so haben, oder? Wir haben jetzt dann, und auch zwischen den Sätzen werden zur Anzucht wieder die Folie geöffnet, damit wir da einfach Luft in die Anlage reinkriegen. Weil wie gesagt, der Standort ist nicht ganz ideal, um einfach der KEF der Wind aus den Segeln zu nehmen, sodass wir mit unseren Nützlingen eine Chance haben. Genau, ich wäre soweit durch. Ich würde jetzt an meinen Kollegen übergeben,
einen fliegenden Wechsel machen. Er wird von hier aus weiterführen, Hagen. Es ist einfach so, dass jetzt der Betrieb so groß ist, dass es hier eben zwei Spezialisten braucht. Und Ralf ist unser Bärenspezialist und er ist jetzt seit 2019 im Boot und wird das weitere Vorgehen dann erörtern. Also verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Danke, Andreas. So, dann von mir auch noch ein Grüezi, hoi. Hallo, Ralf. Oh, Hagen, du führst dann eben halt den Bildschirm. Genau. Prima, so. Ja, wir haben uns gemeinsam mit der Fachstelle Obst, unserem Kollegen Hagen, und der Beraterin für Nützlingseinsatz, der Anna Gallmeister von der Firma Loy Gigax, eine Strategie zurechtgelegt, indem wir ausschließlich mit Nützlingen und biologischen Pflanzenschutzmitteln im Erdbeerenbau arbeiten wollten. Die Strategie sah so aus, dass die Anlage, wie eben schon erwähnt, eine KEF-Seiteneinnetzung hat, Hagelnetz und Regenschutzfolie, wie man eben mal auf dem Bild sehen konnte. Wie man sieht, Fungizidbehandlungen. Es wurden am Anfang die üblichen biologischen Pflanzenschutzmittel verwendet, gegen Wurzelfäule, Blattflecken, Rutenkrankheit und auch gegen echten Mehltau. Und wir haben ab Anfang April haben wir dann die ersten Nützlinge ausgesetzt, welche ich jetzt näher drauf eingehen möchte. Hagen, kannst du jetzt ein Bild weitermachen, ja? So, also wie gesagt, war Anfang April. Es war circa die 14. KW-Woche. Da kamen die ersten Schlupfwespen Aphiscout-Mix zum Einsatz. Eben sagte schon Kollegin, das sind 6 verschiedene Schlupfwespenarten drin. Ich verschone euch jetzt mit den Arten, die alle hier vorzutragen. Ein Bild weiter, bitte. Dann haben wir in den Silagen. Ab Mitte April wurden dann die Raubmilben Aphylocyylus swirsky ausgebracht gegen Tripse, weiße Fliegen, Maischautmilben. Genau. Noch eins weiter. Dann ab Mitte Mai, das war dann KW20, da wurde Aphylocyylus californicus vorbeugend Düteneinsatz eingesetzt. Auch gegen Spinnmilbe, Obstbaum, Spinnmilbe, Breitmilben. Dort hatten wir dann 2 auf dem laufenden Meter. Ein zweiter. So, und gleichzeitig zur Unterstützung wurde Phytocyylus persimilis eingesetzt. Als Streuwaren, die haben wir dann praktisch in den Himbeeren und in den Erdbeeren eingestreut. Ja, so ein Flächen hat ca. 10.000 Stück auf unsere 1.000 Quadratmeter Beerenanlage. Genau. Ein zweiter. So, und hier sieht man nochmal einen Überblick über die eingesetzten Nützlingen von der Blattentwicklung, Entwicklung der Blütenstände, Blüte, Fruchtbildung, Ernte. Welchem Zeitraum und wie oft. Und ja, ein Resümee und Ausblick für zukünftigen Einsatz im Erwerbsanbau, dass eben halt die ganze Strategie ein sehr guter Erfolg war. Natürlich muss der Produzent sich in das Wissen einarbeiten. Es ist eine regelmäßige Kontrolle notwendig. Und im Großen und Ganzen muss man aber schon sagen, dass es eben halt ein sehr guter Erfolg gewesen ist. Das zu meinen Ausführungen. Ich kann leider nicht steuern. Ich glaube, das war es sogar.